Das ist es! Gut gemacht, Irving! Ich fürchte, ich weiß jetzt, worum es geht. Wenn ich recht habe, dürfen wir keine Sekunde verlieren. Du musst dich erholen. Später, Jim. Es wird wieder Zeit für Iron Man. Nicht aufhalten. Nichts kann Hulk aufhalten. Du verdammter Hulk, ausgerechnet jetzt kommst du, wo ich kurz vor meinem Ziel war. Verflucht! Er ist zu stark für mich! Seht euch das an! Ich bin trotzdem der Sieger, du schwachsinniges Monster! Uatu, dem Beobachter, einem sonderbaren Besucher aus einer anderen Welt. Ich habe die Flammen und Meteore durch meinen Materiewandler an euren Himmel erscheinen lassen. Unglaublich! Ich fühle mich hundsmiserabel. Schluss mit den schlauen Reden. Hol uns lieber runter, sonst... Ich hatte nur einen Wunsch, die Erde vor ihm zu verbergen. Vor ihm, Galactus, den Weltenverzehrer. Mit seiner furchterregenden Macht durchstreift er das Weltall auf der Suche nach neuen, dicht bevölkerten Planeten. Eure einzige Chance ist es, dass sein Bote, der das Weltall nach Planeten wie diesen durchforscht, eure Erde nicht entdeckt. Galactus' Bote war ein außerirdisches, fremdes Wesen und nannte sich Silver Surfer. Und während wir redeten, war er bereits im Weltraum unterwegs und hatte sehr rasch unsere Erde entdeckt. Wo willst du denn bitte hin? Ich will es ein für alle Mal beenden. Du bist beharrlich.
Ich hasse Beharrlichkeit. Was ist nötig, um dich zu zerstören? Sehr viel mehr, als du zu bieten hast. Wo bist du, Zerstörer? Lass mich gehen! Ich hatte ihn fast besiegt! Ich versuche jeden Tag, so gut ich kann, ganz allein diese Heldensache durchzuziehen. Ist nicht einfach, die Fäden alleine zu beherrschen. Seien wir doch mal ehrlich. Superheld zu sein, ist nicht gerade ein Wahlpflichtfach in der Schule. Apropos Schule, ich muss vor der ersten Stunde noch einen Kuchen für Tante May abholen. Und dann kann ich ein bisschen mit meinen besten Freunden MJ und Harry abhängen. Und in der Pause vielleicht noch ein Nickerchen machen. Aber zuerst rette ich diesen Polizisten in seinem schleudernden Auto. Langsam glaube ich, dass Jameson sich in dir täuscht, Spidey. Sagen Sie das schön weiter, Chief. Hey, Weberknecht! Ich wusste, ich würde dich so hierher locken. Na super, der Trapster. Ich bin jetzt seit knapp einem Jahr Spider-Man und habe gegen diesen Klebestift schon 3-mal gekämpft. Gibt's überhaupt eine 6-? Mal sehen, ob ich was aus meinen Fehlern gelernt habe. Diesmal müssen aller guten Dinge 4 sein. Wandelnden Geist die Kräfte von 10 Tigern. Fabelhaft, mein Freund. Bring sie schön in meine Reichweite. Ein bisschen Zement über links gegossen und man könnte glatt ein paar Häuser aus ihnen bauen. Meine Güte, was für ein Chaos! Du hast ja wirklich Sinn für Schönheit, Mandrake. Nicht doch. Spider-Man! Kollegen, wir werden jetzt einen neuen Vorsitzenden wählen. Ich nominiere hiermit Dr. Doom. Alle, die für ihn stimmen, sagen ja. Ja! Oh nein, das kann doch nicht wahr sein.
Damit bin ich der Herrscher der Welt. Brenzlige Lage. Wenn ich nicht bald was dagegen tue, heiße ich fortan nicht mehr Spider-Man, sondern Brutzelman. Wenn ich nur mein Netz abschießen könnte, um die Hitzestrahlen abzuschalten. Keine Chance. Ich kann nicht mal meine Hand in die Richtung der Strahlenquelle bewegen. Was mache ich nur? Summers, Jean Grey, zu deiner rechtmäßig angetrauten Ehefrau nehmen? Ja, ich will. Du wirst sie alle vernichten. Jawohl, ich werde sie alle vernichten! Xavier, schreckliche Dinge passieren hier. Wir treffen uns bei diesen Koordinaten. Magneto, das ist doch in der Antarktis. Angenehme Reise. Vielleicht ist es gar nicht wahr, dass ich von jedem die Energie aufsauge, den ich berühre. Wir haben gerade erfahren, dass die Aufständischen sich im Haus der Verständigung aufhalten. Geh dorthin und beobachte, was passiert. Hallo. Warum kommst du nicht rein? Na, Biest, wie wär's mit einer richtig biestigen Trainingsrunde? Oh je! Yeah. Schießt auf diese Mutantin, sie darf nicht entkommen! Oh. Oh. Was ist das? Ein Angriff! Aktiviert die Abwehr! Hey, Kumpels! Ich glaube, dieser Limburger ist nicht erfreut über unseren Besuch. Aha, seine Wachhunde! Schwärmt aus! Warum kann mich niemand von diesen nervtötenden Parasiten befreien? Es ist heutzutage ja so schwer, gutes Personal zu finden. Wem sagst du das? Hey, hier stinkt's nach Plutarchia. Oh, du hast es gerochen? Dann brauche ich dringend ein stärkeres Deo. New York City. Wenn nur alles so friedlich wäre, wie es von hier oben aussieht. Also Johnny, du kannst sagen, was du willst, aber ich arbeite wirklich gern hier unten. Im Sommer ist es kühl und im Winter schön warm. Hier sieht dir auch keiner auf die Finger. Zumindest besser als mein letzter Job. Ich hatte mit Fernsehern zu tun. Mit Fernsehern? Ehrlich? Bei meiner alten Kiste laufen immer zu Streifen durchs Bild. Vielleicht könntest du sie... Moment, ich habe die Dinger nur verkauft. Oh, ach so. Dann bist du hier besser aufgehoben. Oh mein Gott! Johnny, es hat mich! Hilf mir! Es ist bestimmt hinter mir her!
Was ist denn mit dem los? Der hat wohl erst seinen Wagen und dann sich selbst vollgetankt. Sie haben auch eine Bremse. Nach rechts!